Willkommen bei War Thunder. Das ist eins meiner Lieblingsflugzeuge auf der Seite der Deutschen. Das erste Gameplay ist ein bisschen noch in der Arcade, wie wir es schon mal das Thema hatten. Wir haben hier die BF-110C7. Das ist ein richtig gutes Flugzeug mit einer richtig guten Bewaffnung. Es ist so awesome, damit zu spielen. Auch wenn das Flugzeug, sagen wir manövrierfähig, nicht besonders gut gemacht für einen Dogfight ist, besitzen wir hier sau gute Kanonen. Wir haben in der Offensive 4 MG-17 und 2, ist das richtig? 2 20mm Maschinenkanonen. Leider ist unsere Heckbewaffnung, also unser Geschütz nach hinten, leider eine einzelne 792er. Was in Ordnung ist, aber jetzt nicht unbedingt super strong. Diese Frontbewaffnung haut eine Menge an Geschoss, an Munition raus, dass egal was uns eigentlich in die Quere kommt, es einfach weggelöscht wird aus dem Himmel. Dazu sind wir auch noch relativ gut gepanzert. Also ich habe einige Hits überlebt mit dem Teil. Ob wirklich von Panzerung können wir jetzt ja nicht reden, aber wir halten einiges aus. Und für das, was wir sind, eigentlich so eine Art Strike-Aircraft. Sagen wir mal so, wir greifen Bodenziele an oder versuchen, schwerere Flugzeuge fertig zu machen. Müssen wir ja nicht unbedingt sehr wendig sein. Aber es sind Jagdbomber, sagen wir so. Wir sind gedacht dazu, Ziele auf dem Boden anzugreifen. Oder halt, wenn mal was Großes ist, das runterzuholen. Und das machen wir wunderbar. Wir können auch sehr schnell an Höhe gewinnen. Und ja, das macht dieses Flugzeug einfach super stark. Was mir dann auch noch auffällt, wir haben eine riesige Bombenladung, die wir mitnehmen können. Von fast 500 Kilogramm, glaube ich. Und Alter, dieses Flugzeug im Großen und Ganzen ist so viel Spaß. Flugzeuge, die dir entgegenkommen, schießt du eine Salve rein. Egal ob Arcade oder später auch im normalen Modus, realistischen Modus. Und Bodenziele kannst du auch mit den Maschinenkanonen erledigen. Und notfalls hast du noch diese 500 Kilogramm Bombe dabei. Natürlich, wir sind ein großes Ziel. Wir verlieren relativ schnell Geschwindigkeit bei Turnmanövern und so. Aber selbst hier jetzt, diesen Jäger. Wir sitzen hinter dem Jäger, schießen Büschen, weg. Also dieses Flugzeug ist nicht zu unterschätzen. Also es kann echt einiges. Und so gut wie 90% aller Fälle, die sich ein Head-On, also so ein direkt auf mich zufliegen, mit mir erlaubt haben, haben verloren. Wenn ich treffe natürlich. Aber im Normalfall, wenn sie nicht uns direkt crashen, gewinnen wir. Es gibt natürlich ein paar, vor allem russische Flugzeuge, die haben auch ein paar Kanonen. Da muss man aufpassen, aber bei den meisten Fliegern kann man ganz easy alles vernichten, was auf einen zukommt. Ja, Bodenziele, wie erwähnt, auch machbar, wenn man danach hochziehen kann. Das ist aber jetzt eher mein Problem. Anstatt nochmal anzufliegen, bin ich leider immer dabei, etwas zu lange auf den Gegner zuzufliegen. Es ist halt wirklich so, in seinem Battle Rating, ich weiß gar nicht, was sein BR ist, das müsste, sagen wir, ja, was ist sein BR? 2,6, 2,7, 3? So um den Dreh? 2,6, 7, 8, 3 oder also 3,0. Keine Ahnung, was genau sein Battle Rating ist. Es ist auf jeden Fall ein super Flugzeug in dem Battle Rating. Sau geil. Sau viel Fun haben wir damit. Und ja, ich würde es auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn ich ein Deck mit zusammenbaue in dem Bereich. Die Heck-MG, das eine Heck-MG, das kann man ein bisschen ignorieren. Ich habe aber damit 2 Kills in diesem Video gemacht. Zwar musste der hier jetzt erstmal abstürzen, damit wir ihn hatten, aber hey. Und er hat auch noch eine MIG bekommen. Aber dennoch, sagt mir mal in den Kommentaren, was haltet ihr von diesem geilen Jagdbomber? Ich liebe es sowohl, Bodenziele damit anzugreifen, weil die kann man richtig schön kaputt machen. Mit den NGs, genauso wie mit den Bomben. Ich liebe es aber auch, auf die Jagd zu gehen, weit oben zu sein und dann auf die Feinde runterzustürzen oder auch ein Head-On. Mache ich normalerweise ungern mit Jägern, aber mit dem hier, ich bin so dermaßen
ich sag mal, mutig. Weil ich weiß, ich werde in 99% der Fälle eigentlich gewinnen. Und dann mache ich mal einen schönen Head-On. Und wie man sieht, wir halten einiges aus. Ich habe gesagt, er ist relativ solide gepanzert, mit Anführungszeichen, weil wirklich gepanzert ist es ja nicht. Aber er hält einiges aus. Es ist wirklich ein richtig gut gebautes Flugzeug. Und damit dann, euer Remske. Danke fürs Zusehen. Schreibt mir wirklich in die Kommentare, was ihr von diesem Baby haltet. Ciao, ciao.